Hi Leute, hier ist wieder Patrick von Pointer. Kurze Frage an die Studierenden unter euch. Wie viele Stunden am Tag verbringt ihr mit eurem Studium und wie viele Stunden des Tages nutzt ihr für eure Freizeitaktivitäten? Denn vor allem zum Studienbeginn und auch zu den Klausurenphasen denkt man ja immer, dass das Studium enorm viel Zeit benötigt. Und ja, das Studium ist an sich eigentlich auch ein Vollzeitjob, aber das bedeutet nicht, dass einfach keine Zeit mehr für Hobbys sind. Und deswegen möchte ich in diesem Video ein paar Tipps geben, wie man das Studium und seine Hobbys miteinander kombinieren kann. Wie gesagt, das Studium zählt eigentlich als Vollzeitjob und sollte dementsprechend auch sehr ernst genommen werden. Aber man kann bei einem Studium einfach nicht vorhersagen, wie viele Stunden man dort pro Woche investieren muss oder sollte, denn das hängt von sehr vielen verschiedenen Faktoren ab. Zum einen natürlich ist die Schwierigkeit des Studiums entscheidend, aber auch, wie schnell seid ihr beim Lernen und was für eine Auffassungsgabe habt ihr? Könnt ihr das Studium so organisieren, dass ihr an einem Tag mehr zu tun habt, an einem Tag weniger? Also könnt ihr euren Stundenplan selber strukturieren? Und wollt ihr das Studium in eurer Regelstudienzeit schaffen? Ja oder nein? Und was für Noten wollt ihr schreiben? Wollt ihr ein Einserstudent sein oder reicht euch auch eine 3,0 aus? Das sind alles Faktoren, die man bei der Zeitfrage berücksichtigen muss. Aber man kann es drehen und wenden, wie man möchte. Egal in welcher Studienphase man gerade ist, ob es der Studienbeginn ist oder wieder irgendeine Prüfungsphase oder was auch immer, es ist enorm wichtig, dass ihr niemals eure Hobbys vernachlässigt. Denn wenn ihr nur noch für euer Studium lebt, seid ihr dauerhaft gestresst, könnt gar nicht mehr runterkommen, gar nicht mehr abschalten. Eventuell leidet ihr dann sogar irgendwann mal an Burnout und das kann keiner von euch verlangen. Deswegen ist es einfach super wichtig, dass ihr irgendwas habt, wo ihr den Kopf ausschalten könnt, mal runterkommen könnt und deswegen immer eure Hobbys mitverfolgen. Neben dem genannten Stressabbau können Hobbys auch noch anderweitig wirklich förderlich für euer Studium sein. Wenn ihr zum Beispiel sehr gerne Sport treibt, macht es eventuell sogar Sinn, vor eurem Uni-Alltag noch 20 bis 30 Minuten ein leichtes Sportprogramm durchzuführen oder einfach mal joggen zu gehen, um euren Körper auf Hochtouren zu bringen, um einfach fit sowohl im Körper als auch im Geist zu werden und so motiviert in den Tag zu starten, aber dabei euch nicht auszupowern. Das Auspowern hebt ihr euch nämlich für die Zeit nach dem Uni-Alltag auf, denn da könnt ihr dann den ganzen Stress, den ihr über den Tag im Studium aufgebaut habt, einmal komplett rauslassen. Und wenn zum Beispiel Kochen eure Leidenschaft ist, macht es auch hier Sinn, das mit eurem Studium zu verbinden, denn dann könnt ihr euch vor eurem Uni-Alltag noch schnell etwas zubereiten, was gesund ist, was euch fit macht, was eure Konzentration steigert und was euch einfach insgesamt aufnahmefähiger macht. Wenn ihr beispielsweise ein kleineres Hobby habt, das ihr unmittelbar beginnen könnt und das keinen großen Aufbau benötigt, könnt ihr das wunderbar in euren Lernpausen einbauen. Das erfordert natürlich einen strukturierten Tagesplan. Das heißt, ihr müsst wissen, welchen Zeitraum ihr für euer Studium offen haltet und wann ihr Lernpausen einbaut. Und wichtig ist auch, dass ihr diszipliniert den Tagesplan durchhaltet und auch absolviert. Das heißt, in den Studienphasen keine Ablenkung, keine sozialen Medien oder irgendwas, sondern die Zeit ist dann wirklich nur für das Studium und für die Arbeit gedacht und dann die Lernpausen wirklich effektiv mit Hobbys und anderen Sachen nutzen. Wie sowas aussehen kann, mache ich mal an der 4-3-2-1 Lernmethode deutlich. Und diese Methode habe ich schon mal vorgestellt, aber ich erkläre trotzdem nochmal, wie sie funktioniert. Diese Methode ist super hilfreich, wenn es darum geht, etwas auswendig zu lernen, wie zum Beispiel Vokabeln. Und stellt euch vor, ihr habt euren Uni-Stoff hier liegen, lest ihn euch einmal durch, prägt ihn euch ein und dann habt ihr 4 Wiederholungsphasen. Einmal nach 4 Minuten, dann nach 30 Minuten, dann nach 2 Stunden und dann nach einem Tag. Und so prägt sich das einfach super in euer Langzeitgedächtnis ein. Und wichtig ist dann einfach, dass ihr diese Lernpausen dazwischen für andere Sachen nutzt, dass ihr wirklich euch nicht auf das Studium konzentriert und nicht auf diesen Lernstoff, sondern auf andere Sachen, denn erst so prägt sich das wunderbar in euer Langzeitgedächtnis ein. Wenn ihr dagegen ein etwas größeres Hobby betreibt, wie zum Beispiel Segeln, da macht es ja dann keinen Sinn, nur für eine Stunde irgendwie aufs Wasser zu gehen, sondern da muss man schon so einen halben bis so einen ganzen Tag einplanen. Da macht es dann eher Sinn, euren Stundenplan selbst zu organisieren, wenn es möglich ist, und den dann so zu strukturieren, dass ihr vielleicht an 4 von 5 Tagen einen etwas volleren Zeitplan im Studium habt und da Vollgas gebt und dann aber einen Tag komplett frei habt in der Woche und den dann eben für eure Hobbys aufwendet.
Wichtig ist aber trotzdem, dass ihr an den Unitagen trotzdem kleine Lernpausen mit drin habt, ansonsten geht ihr wirklich kaputt. Problematisch kann es auch für Studierende sein, die den ganzen Tag am Unicampus bleiben müssen, da sie entweder den ganzen Tag Vorlesungen haben und dort eingebunden sind oder da die Studierenden Pendler sind und dementsprechend morgens hinfahren, dann den Tag über am Unicampus bleiben und abends wieder zurückfahren. Und da kann es sehr schwierig sein, das mit Hobbys zu kombinieren, aber da kann man dann einfach nach den Freizeitangeboten der Uni Ausschau halten, denn dort gibt es oft ein großes Angebot, wie zum Beispiel vom Hochschulsport, da gibt es dann eine große Bandbreite an Sportarten, die man durchführen kann und es gibt auch noch andere Freizeitaktivitäten, die man mit den Uni-Kollegen machen kann und da findet ihr dann sicherlich irgendwas, womit ihr eure Freizeit verbringen könnt. Und jetzt seid ihr wieder gefragt, wie schafft ihr es, euer Studium mit euren Hobbys unter einen Hut zu kriegen? Welche Methode verwendet ihr da? Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare rein und ich bin sehr gespannt, was es da so für Lösungsansätze gibt. Auf der folgenden Endcard seht ihr noch zwei Videos, die sich anzusehen lohnt. Und dann würde ich sagen, ich bin raus, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!